Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Schon hier? Aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor. Ja. Zum Teufel. Merkwürdig.
Sie ist Itinerer. Ich kann vielleicht nicht leben. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen. Was war das? Wenigstens kommen die verfluchten Ratten. Lass die Rose. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopp. Ja. Ich sag's dir, das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion. Dieses Ding wird es am Ende alles bedecken?
Na los, beweg dich, Reed. Hier wartet Arbeit auf dich. Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Ein Gefangener. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Gehört? Sehen wir mal nach. Sei vorsichtig. Hier ist nichts. Beruhigt euch wieder. Na gut. Irgendwie aus dem Raum locken. Das wird die Ratten beschäftigen. Wir haben die Ratten das nur geschafft. Stell dir nur mal vor, wie viel Kraft es braucht, um da durchzukommen. Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun.
War das für ein Geräusch? Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf. Nichts zu sehen. Verstanden. Das sollte mir die Sache erleichtern. Das sieht schon viel besser aus. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Über unseren jungen Hugo de Roon? Senior Nicholas ist weiterhin... Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich! Das Episongus. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick,
soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort! Schnell! Ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Rodrik, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? So lange, wie es ihm sein Glaube erlaubt. Hier! Sie sind hier! Rodrik, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? So lange, wie es ihm sein Glaube erlaubt. Endlich! Ich hatte dich gewarnt. Also die Tür gebaut. Ja. Und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir, wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Die Arbeit! Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Wir haben Wochen für dieses Mosaik gebraucht. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Wisst ihr, ich werde euch töten, sobald ich mich daran erinnere, wie man diese Tür öffnet. Lass dir nicht so viel Zeit.
Es muss doch einen Weg geben. Darauf warte ich schon seit zwei Tagen. Komm schon, Beeilung! Wir brauchen dieses Buch! Wer du bist. Aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ah! Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Warte ich schon seit zwei Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach... Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Was war das für ein... Oh. Darauf warte ich schon seit zwei Tagen. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür?
Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter! Ich halte sie auf! Eine sehr große Hilfe! Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter! Ich halte sie auf! Ich will dich ja nicht drängeln, aber sie kommen! Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen! Ich hab es fast. Komm schon. Ich hab's. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf! Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Macht sofort auf! Das werdet ihr bereuen. Wir werden euch finden. Roderick, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Wow, noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinera hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einband hat. Sieh mal, da oben. Rosen, das muss es sein. Ich muss da hoch. Kannst du mir helfen? Schon gut. Oh. Interessant. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Jetzt! Ja. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Igitt, das lasse ich lieber, wo es ist. Also los! Ist recht.
Warte. Sofort. Jetzt! Ja. Übrigens, ich heiße Amicia und du bist Rodrik, oder? Du weißt eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Mönche oder sowas. Sie reden nicht mit. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha, Mönche, die das Sanguinis Itinera bewachen. Hört sich gut an. Weg da, Amicia! Du stehst im Weg! Du musst da weg, Amicia! Es ist viel zu still. Nein, halt! Du hast recht. Gut, du kannst kommen. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich finde schon etwas. Schon, beweg dich! Hey, tu dir nicht weh. Soll ich... Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Ja, aber mit einem gebrochenen Arm wirst du das Buch wohl kaum zurückbringen können. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Warte. Du hast recht. Thank you.
Rodrik? Sofort. Gut so, fast geschafft. Gehen wir. Wir sind schon zu lange hier. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ich kenne dich, Amicia de Hoon. Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Nein, wir haben keine Chance. Kleine Närrin, was willst du denn mit dem Buch erreichen? Meinen Bruder retten! Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen! Ihr könnt fliehen, doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Ihr scheint euch gut zu kennen. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Lass uns die anderen suchen. Wo zum Teufel sind sie? Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle... Schwere Rüstung. Wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Mit Vergnügen. Auf dein Zeichen. Machst du das, Rodrik? Das ist für meinen Vater. Wow. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Gut, das reicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Was soll der Lärm? Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Gute Arbeit. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Vielleicht können die hier helfen. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei. Nichts zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments.
Auf dein Zeichen. Ich dachte schon, ich würde euch nie finden. Amicia! Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte, bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Nur auf das Feuer zielen. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit die rausschleichen können. Wenn ich denen die Finger kriege. Da habt ihr euch also versteckt. Thank you.
Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Nein! Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Ja. Ich dachte, ich schaffe es. Das ist die Hölle da drin. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Wir müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Was war das für ein Geräusch? Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Schön. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Das kam von da drüben, oder? Kümmerst du dich um ihn? Du bist erledigt. Gut gemacht. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Ach, es ist jetzt schon so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Kümmer dich nicht um sie. Oh Gott! Hilfe! Noch Hilfe! Komm schon! Hörst du mich? Mach auf! Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Rodrik, geht's dir gut? Ja! Lauf! Wir sind fast da! Scheiße! Nach links! Ah. Komm! Hier lang!